Weltrekordversuch bei dem Deutschen Turnerbund und der Deutschen Turnerjugend. Am 1. Oktober baute der Berliner Turn- und Freizeitsportbund seine Bewegungslandschaft auf dem Bürgerfest nur mit euch auf. Wir wollen viele Kinder bewegen, Purzelbäume zu schlagen für den Purzelbaum-Weltrekord, die in ganz Deutschland zusammengetragen werden. Auf der Bewegungslandschaft konnten die Kinder unter anderem versuchen, die Balance zu halten. Doch das absolute Highlight war die Purzelbaum-Sammelstelle. Von 14 bis 20 Uhr wurden hier fleißig Purzelbäume gesammelt. Wir hier hoffen, ganz viele Purzelbäume zu denen, die wir schon haben, zu sammeln. Und dass sozusagen ein weiterer Schritt ist, dass diese Aktion immer mehr bei den Berliner und Berlinerinnen bekannt wird. Mit den Purzelbäumen soll hier eine Strecke zurückgelegt werden, die einmal um die Welt reicht. Um es genau zu beschreiben, sind das 40.075 Kilometer. Berlin allein möchte die 200.000 Purzelbäume-Marke knacken. Bei der bundesweiten Initiative Die Offensive Kinderturnen steht die Bewegungsförderung und Teilhabe aller Kinder im Alter von 3 und 7 Jahren für eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung im Mittelpunkt. Da ist ja auch etwas fördert, also eine Stiftung, das ist eine ziemlich gute Aktion, macht Spaß. Frühe Woche war die Purzelbaum-Aktion und wie viel hast du da geschafft? 101. Wer bei dieser Aktion mitgemacht hat, durfte sich über eine kleine Aufmerksamkeit freuen. Bei 10 geschlagenen Purzelbäumen könnte man sich eine personalisierte Purzelbaum-Könner-Urkunde ergattern. Kinder sind eigentlich begeistert, freuen sich, wenn sie angesprochen werden. Die Erwachsenen natürlich ein bisschen schwieriger mit dem Purzelbaum. Das ist ja nicht mehr ganz so einfach für jeden, aber es gibt auch natürlich sportliche. Vorhin hatten wir auch schon einen, der hat das mit voller Begeisterung gemacht. Wir versuchen halt jeden zu begeistern dafür. Auch konnte es sich unser regierender Bürgermeister nicht entgehen lassen, die Bewegungslandschaft einmal anzuschauen. Wer selber gerne mitmachen möchte, kann zur Sammelstelle kommen und seine Purzelbäume zählen lassen oder es zu Hause ganz einfach dokumentieren und an den BTFB senden. Diese tolle Aktion geht noch bis zum Höhepunkt der Purzelbaum-Challenge bis zum Tag des Kinderturns. Der ist vom 9.11. bis zum 11.11. Bis dahin heißt es, schlagt so viele Purzelbäume, wie es nur geht und reist mit einmal um die Welt.